Gucke ich jetzt später zu Ende. Ich laufe jetzt Dungeons und so Shit. Lies dir die Bewerbungsschreiben durch und entscheide, ob du die Arbeit aufnehmen möchtest. Du hast eine freie Kompanie aufgemacht. Nee, das ist quasi wie eine Garnison, wo du jetzt Follower kriegst. Wie ein Trainer. Ah. Pikinier. Der hat sich bei mir beworben, weil meine Unnachgiebigkeit im Sammeln von Rohstoffen höchsten Respekt verdient. Oh, Alles das klar, stimmt. Dude. Ja? Dragoon ist auch noch. Finde ich eigentlich ganz gut. So schaut er aus. Ja, willkommen im Club, Dude. Bebena Tia heißt der Typ. Alrighty then. Dann habe ich jetzt 4 Leute. Du kannst ab jetzt Kommandotrupps auf Einsätze schicken. Nice. Das ist jetzt schon besser als die fucking Garnison, ey, I'm telling you. Die Garnison gab es später in WoW. Ja. Also, das gab es vor Warlords of Draenor. Ja. Ja, stimmt, wieder was geklaut. Ja. Ach Gott, ey. Ja, alles geklaut. Maximal kann das Kommando aus 8 Soldaten bestehen. Denke daran, wenn du neue Soldaten rekrutierst. Okay. Die klauen ja auch jetzt aus Final Fantasy die Boss Mechanics. Im jetzigen Raid, voll viel geklaut. Okay. Mit krass. Plattformen und so weiter und Flächen rumtragen. Also, das ist voll auffällig. Sende einen Kommandotrupp auf einen Einsatz, sprich mit dem Sturmmat und wähle Einsatzbefehle einsehen, okay? Cool. Und das ist immer noch Aran Reborn Content, da komme ich nicht drauf klar, ey. Was? Ja? Das schaltest du frei, wenn du bei deiner Kompanie Ränge aufsteigst. Einsatzbefehle einsehen. Suche immer die geeignetsten für den Kommandotrupp aus. Ja, of course. Patrouille des Stadtgebiets. Mehrere Bewohner Limsalominsas haben verdächtig aussehende Landstreicher gesichtet. Der Befehl lautet, das Stadtgebiet zu patrouillieren, um für Sicherheit zu sorgen. Ja, easy. Let's go. Das Kommando kehrt voraussichtlich am 8.8. um 20.52 Uhr in einer Stunde zurück. Ja, nice. Normalerweise musst du deine Soldaten vor Beginn des Einsatzes mit Staatstalern bezahlen, aber heute übernimmt das Oberkommando diese Kosten. Stell dich darauf ein, dass du als Kommandoführer die Bezahlung deiner Soldaten verantwortlich bist. Oh Gott, ey. Ich kann auch noch bezahlen. Unbelievable. Ja, cool. Du kannst deine Begleiter, so nenne ich sie jetzt einfach mal, auch ja. Transmoggen und so. Das geht auch. Ach. Und läufst du mit denen dann rum? Nee. Nee. Also bis jetzt noch nicht, aber ist jetzt auch der erste Einsatz, also keine Ahnung. Ich frag mich, ob ich die jetzt in der Stadt sehe. Das wäre natürlich extremely funny. So, was laufe ich denn jetzt? Ich will die Mounts, also alles.
Ah, Leviathan muss ich noch töten. Ah, fuck. Yay! Ja, hilft nix. Papa, papa. Sag mal Bescheid, dann kannst du von meiner Instant Cure profitieren. Okay. Bescheid. Okay, ja, dann geht's los. Ich lade dich ein, Moment. Na, kann ich nicht, du bist bei mir offline. Irgendeine Schwierigkeit oder wie? Nee, Zenit. Zenit. Ach, Zenit. Ja. Gut, da habe ich den Stream zumindest gesehen. Ja, von Asmon? Ja, ich auch. Mhm. Das sah für mich nach viel Tank Mechanic aus. Also. Ja. Ja, und halt dodgen, aber so. An sich. Sah das nicht allzu kompliziert aus? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Donnie Darko wischt den Boden in Linsalomensa. Das ist der Therapeuten-Dude, gell? Ja, das ist der Therapeut, ja. Der ist immer hier. Der macht nichts anderes. Heftig. Klaus, Klaus, Klaus. Warte mal, auf welchem Server spielt Asmon? Kacktower. Ach, Kacktor. Kacktor, ja. Okay. Habe ich noch einen Kaffee hier? I kind of know what to do. Zwei Dark Knights, interesting. Oh no. Auf geht's. Well, mate. What the fuck, dude? Sago gehabt oder wie? Ich weiß nicht, was das war. Hm.
shit. Ich glaube, das war zu früh. Da war auch. Noch nicht mal. Lol. Doch was. Und die Leichen werden runtergespült. Badass. Runtergespült. Moment. Muss ich leiser machen, ja. Ich mag den Soundtrack, der gerade läuft. Ich finde den richtig. Ja, absolut. So, was gehen wir jetzt? Ich glaub, die Ads. Schwanz. Okay. Und jetzt. Nase. Nein, das war schon wieder zu früh. War zu früh, ja. Doch nicht. No, okay. Well, well, well. Here we fucking go, man. Yes. Oh, die gehen alle auf den. Hm. Was ist hier los? Wo ist denn der Tank? Einer, aus der Reichweite. Einer steht beim Schwanz und die anderen machen keine Ahnung was. Weird. Jetzt. Ist aus der Reichweite, der Typ steht vor mir. Hä? Stop healing me, even AoE. Not even AoE. Was? Warum? Keine Ahnung. Ich verstehe gar nicht, was abgeht. Oh mein Gott. Hä? Ja, bei dir war es wohl ein Debuff, der bei dem Typen auslaufen muss. Ah.
Aha. Das wusste ich aber auch nicht. Don't kill me, alle stirbst du, dude. Yay. Das, wenn der dich mind-controlled, will er dich vom Board schubsen. Und die überhaupt wissen das? Was ist die Regelung? Ich glaube, es sollte jemand anders drücken, als der das bis jetzt macht. Ich bezweifle, dass es denjenigen davon hindert. Ich glaube auch. Ich finde es lustig, dass der andere Regler Uwu Cat heißt. Ich glaube, ich bin richtig beschissen zum Heilen, oder? Nee, warum? Hab so einen Eindruck. Ich
kann ich eigentlich kaum. Debuff ist nur noch böse. Was macht, sag's mal, wenn wir hier durch sind. Ja. Und unten. Bin hier aufgepasst. Was gehen wir jetzt? I don't fucking get it. Achso, normal immer auf den. Auf das Ad zuerst. Die ignorieren wir nicht. Nee, der Limit Break ist doch aus. Ja, dann ist der Whip. Debuff Tank, okay.
absolut nichts. Robocat, no! Robocat! Der Debuff auf dem Tank ist die ganze Zeit, das ist ja nur noch Cancer. Oh no. Wo ist denn der zweite Tank? Zehn Stacks für den Scheiß. Ich muss den Debuff auslaufen lassen. Oh no. 14 Sekunden noch. Fuck. Lauter Damage. Ja. Crazy. Wie lang noch? Ah, ist ausgelaufen? Ja, ist ausgelaufen, Gott sei Dank. Nice! Ah. Cooler Fight, I like it. Als DD musst du fuck all machen, dude. Okay, also dieser Debuff, den man kriegt. Ja. Jedes Mal, wenn man einen Tank hält, sorgt dafür, dass du weniger Range hast. Oh. Deine Abilities. Deshalb konntest du den nicht erreichen jetzt? Nee, ich dachte mir, warum? Out of Reichweite, ja. The fuck. Und dann, wenn du 16 Stacks hast, bist du übernommen. Ey. Nicht übernommen, du kannst gar nichts mehr wirken. Okay.
interessanter Debuff. Der braucht 20 Sekunden, bis er ausgelaufen ist. Krass, okay. Na cool. Cool, drei Auszeichnungen bekommen werden. Nicht eine, obwohl ich hier nie gestorben bin, außer wir sind halt alle gewalkt. Ist wohl nicht aufgefallen, positiv. Racist. Ja gut, das haben wir Leviathan auch. Jo. War cool. Der war voll leicht. Ja, der war echt easy. Ich hätte echt aber gedacht, der ist... Aber ist das gleich sofort gelöst. Ich dachte echt, der ist schwieriger, ey. Man sieht halt schon, was er macht, wenn er irgendwo auftaucht. Und rennt auf die andere Seite. Da muss ich sagen, war ich übelst lucky. Ich habe das manchmal halt voll nicht überrissen, wo der gerade steht. Okay. Und wurde nicht getroffen. Aber meistens konnte ich es dodgen, ne? Das war kein Twintania-Level of what the fuck. Oh Gott, Twintania. Stimmt, Coils, oh no. Ja, Dalamut müssen wir noch machen. Ja, fuck it, Meldan, let's go. Dann musst du, glaube ich, noch die. Du musst du noch mal zu Uriel Ger. Oh, echt? Ja. Okay. Das stimmt. Welt der Dunkelheit. Und wieder kein Mount, Alter. Wie kann es sein, dass Asmongold da Mounts ohne Ende gedroppt bekommen hat? Und wir kriegen... Ich habe bis jetzt nur bei Garuda einmal eins droppen sehen und sonst noch gar nicht. Stimmt. Ja gut, er hat es auch noch 10-mal gefarmt danach. Und er hat einen Drop bekommen, den er natürlich selber bekommen hat. Ja, weil Master Loot. Ja. Uri Anger an der Sonnenküste oder Mordona? Sonnenküste. Okay. So, auch nochmal hin. Forward and back and forward and back. Ist das aus dem Alexander Fight oder was ja. War das? Ja, das ist so ein fucking Transformer Decepticon Düsenjet. Forward and back. Bahamut. Hier kam's. Der zweite Abstieg. Ah, hier muss ich. Forward and back. Oh, kommt jetzt bei Asmongoloid der Raven, wie heißt der? Ravana? Ravana. Oh ja. Shit, okay. Ja. I need to watch this. Ja, da wird's one-shot, weil es der Trial ist, aber... I need to see this. Allein wegen dem Soundtrack. General Grievous. Hear me, Lord Ravana. My companion and I did not come to contest your children's territory. Wait, she's trying to talk to him? What are we going to get on a conversation? He's not going to listen. You look at him, he's got four swords. We wished only to learn the reason you made war against the colony. Geil, voll der Borg-Typ. Das
ist mein Favorite Primal. Aber der hat auch keine Titten. Ja und? Das fucking... toxic und masculine. Damn, this guy doesn't give a fuck. Okay. He's fucking big, too. Oh my god. Mayhap thine own kind struggle against the worms there of Quarry, and thou art desirous of a pact. Oh ho ho, he sees through our bullshit. No? We crave no alliance, Lord Ravana. Six. Only peace. What? We would bring an end to our war with the dragons. A lot. Yet so long as they remain embroiled in this conflict with your children, our goal shall remain out of reach. Yeah, let's just kill him. How about that? Never before have the Nath risen up in such numbers, and never yet with you at their head. Why do you lead them to war? Because he's got four swords and he's on fire. Are you crazy? How do you even ask that? Because he has four swords and is on fire. Yeah, duh. Look at him. That's the dumbest question I ever heard. She's trying to talk to him. Yeah, typical woman trying to talk to him. Long have my children waited, gathering their strength in the shadow of thy ceaseless conflict. Uh-oh. Only peace. Das wird Korn in Friedensvertrag an. And by such fervent prayers am I now given form and purpose. Well, wouldn't that just be easy? Just have this guy take care of all the dragons, and then we just kill him after that. I mean, I don't know. I feel like this kind of works itself out. Like, we just go back to Gold Saucer and kind of just let this kind of happen. You know, I mean, like, this is fine to me. But... yeah, farm out some mounds, do some shit. As I feared. Your very existence is an obstacle. Oh, this is ahead of stream. It's not refresh. Since you are so I don't fond know of fighting, we challenge you, Lord of the Nath. Oh shit. Oh shit. They're like, what the fuck? And should we emerge the victors, I would have you swear to withdraw your soldiers from Dravanian soil. Damn. Thou art bold indeed. To risk thy fleshy hide so readily. What the fuck? Very well. I, Ravana, fourfold master of the blade, do accept thy challenge. Let's do it. I'm ready. Let's beat his ass. But should I emerge the victor, I would have thee swear to serve in my so, army till my last breath is spent. Yep. Do you accept? Louder. Jesus Christ. That's kind of, I mean, that's a little bit unfair. I mean, that's really unfair. All we gotta do is take a break, but if we lose, we have to be slaves? The fuck? Right back. Kind of unfair. Support. Alright, it's time to win. Do I accept? I had to think about it. But yeah, I guess so. Alright, we'll accept it. It's time to win. Uh-oh. I do. And I believe the first bout is mine. Wait, she's gonna try to 1v1 him? Mm-hmm.
What? In Shiva Wait, what? Form. Echt? Ja. Cool. This is not gonna go over very well. Ganz vergessen, aber ganz vergessen. Wait, is she gonna become Shiva again? Oh shit! What the fuck is going on, man? Easy, easy, easy. Spoiler. What is this? A god clad in flesh. Yeah, dude, this guy's probably confused, man. He's like, what the fuck? Is aught amiss, my lord? Thou wilt not break thy word, I trust. In fact, this guy's higher level, so he's gonna win. Mine oath is unbending as steel, little goddess. Steel. Thy rules will but add to mine enjoyment. They're gonna fight? Oh, shit. Damn, he doesn't give a fuck. God damn, look at that. She's already in phase two. What the fuck? Stimmt, ja, ist echt phase two. Oh, she turned him into an ice cube. I don't think that's gonna work, man. Yeah, that's probably not gonna work. This guy's pretty fucking big. Jesus Christ! Yeah, I feel like this not really, it's not really going too well. Oh, fuck! F. Get wrecked, dumb bitch, Alter. Oh my god! Know your place. Know your place, cunt. Yeah, he doesn't care. He doesn't give a fuck. I thought myself stronger. Mayhap with more crystals? Apparently not. Yeah, he just, dude, this guy doesn't play any fucking games. More crystal death. Jesus. Be thou god or maid, thou art nothing to me. Jesus. And what of thee, mortal? Art thou warrior or craven? This guy didn't give a fuck, man. He 1v1'd her. It was not. Dude, he didn't even. That was even hard. She didn't even get a hit in on him. Oh my god. Ich mag Ravana. She got yeeted craven. And deleted. Alright. Okay, yeah, so I got a 1v1 him. Chat. Bang, oh. Provide more sport than thy feeble companion. What the fuck? This guy's not playing any fucking games. So we gotta go queue in there and fucking fight him. Was echt erkennt er deine Klasse? Mhm. Yeah, I would be like, damn, I got your ass beat, huh? I think so. Yeah, nee, ich glaub nur, dass Warrior sagt. Kann mir nicht vorstellen, dass deine Klasse erkennt. Thawk ass Thawk? What the fuck? Kinda stupid, what the fuck name is this? Music up? Yeah, I do music up. Just give me a minute real quick, alright? Music up, yes, give me music a second. Up, dude. Damn, hard. Like, she got destroyed, man. Yep. Oh my god. I'll turn it up. Okay, we're good. Music up, alright, here yes. We go. Yes, give me one yes, second yes. To make sure I have this turned up too. Yep, everything's all good. It's all turned up. Music up, trust yeah. Me, you guys don't want it to be max. It'll be way too loud. No, dude. Forgive max. Me, I was overconfident. Yeah, you sure were. You got fucking wrecked. You got destroyed. Oh my god. Alright, let's go. Let me try this here. And Max. No, trust me guys, it'll be too loud. Yeah, it'll be too loud. The music is on max. Here, I'll show you. System, background music's at max.
See that? Louder. Like, yes. This is just gonna turn everything else up. It will be too loud. Yeah, min eye level. Okay, all right. You guys want to see it on min eye level? That's fine. I can do it on min eye level. Why not? Who gives a fuck? Yeah, I can handle this. It'll be easy. It'll be easy. Yeah, it'll be fucking easy. I'll beat it so fast. Yeah, it'll be a joke. It's normal mode. Yeah, I think it's actually. Yeah, isn't this just like normal mode? Content. It's a story quest. Yeah, save this for the fucking. Get fucking wrecked. Yeah, save that for extreme, guys. Meinst du, der wird runtergeschmissen? Save that shit for extreme. This is just, listen, I just gotta go in there and beat his ass. Hmm. That's all. Maybe. That's all it is. Okay, we'll do it for extremes later on. I got it. All right, Thalk ass hard. An insectoid beast tribe connected by a hive mind, the Gnath have but one collective desire, to expand their territory and prosper without fear of dragons. It was this simple yet powerful wish that his mighty primal, bent on war and conquest, was summoned into existence. Bound by your promise to Volfinir to remove this threat to dragonkind, you must now lead your comrades into battle against this savage entity known as Ravana, Lord of the Hive. All right. Here we go. The only Zerg I like. Let's do it. Alrighty then. We're gonna beat his ass. We're gonna beat his dick off. You're gonna get yeeted and deleted. Let's go. That was fast? Yeah, of course it is. Of course it is. I'm a tank, man. That's what happens whenever you play a tank. You get instant cues. Thalk ass hard. Let's go. Of course. Yes. Legend across. Oh shit. Yes. Fuck, Gänsehaut. Fuck yeah. Voll viele Momente, wo wir uns freuen. This is gonna be the big boy. The soundtrack. Yup. Fett. Damn. This is gonna be hard to do. Best music in the whole game. Everybody says that about every song. Yeah, people say that about every song. Alright, here we go. Let's do it. And there he is. And there he is. The big boy himself. Alright. Let's do it. Okay, so I'm pretty much thinking we go in and we pretty much just attack him. And just do that. All right, let's go, guys. Dance to the song of ringing okay. Steel. Let's do it. Big dick. Big dick damage. There it is. I think he's still in that, right? Yeah, he's still in that. It's fine. Okay. Tank stance? It's on. Shut up. Okay. Directional parry. What the fuck? Directional parry. How the fuck does that work? Furious to the blaze. Oh, shit. Oh, my God. Okay, all right. Prelude to slaughter. Let's see. So what does this do? Say move away. Alright, seems like everybody wants to move away. So let's move away. Geh weg, vielleicht. That's it? That's nothing. It's nothing. Let's just move out of the surface. That's a joke. Okay, let's see here. Oh, okay. I said one hit. This is a cool fight. I like this. It's badass. Okay, he's casting slaughter. What does this do? Probably nothing too important. Yeah, I'll be fine. Okay, I'll just cast a cool. I'll do a minor cooldown for this. Should be fine. So yeah, I knew I'd be fine. Okay, where'd he go? Oh, I move out with that. Okay. Get out of the circle. Okay. So now we have to fight him again. That's fine. Let's go. Big dick on him again. Long dick damage. Let's do it.
I'll use a little debuff on him, make him take less damage. There we go. Okay, he's not doing any damage, man. He's not doing shit. Okay, good. There we go. There we fucking go. Easy boss. Easiest boss in the game. As for 10 swords, he only has 4 swords right now. That makes it way easier to kill him. Okay, I've got to use plunge off GCD all the time. So do I want... How long does that parry thing last for? Yeah, I'm not really sure. Okay. 40%. Oh, I need to use this. I forgot about using that. Okay. He's not doing much of anything right now. We're just beating his ass. We're just beating on his ass. I'm assuming these ads are going to do something, but I don't know what that something is yet. Okay. I'm 100% parry. Why the fuck am I 100% parry? Okay, I'll pop some CDs here too. Might as well. Okay. Easy boss. Easy, easy boss. Okay, bloody Fuller. Okay, I guess we just attack him here. It'll be fine. Wait. Rejoice in the glory of combat! What the? Oh, yes. We will be back. Unyielding of the earth! Okay, let's go. What the fuck is this? Oh my god. Jetzt kommt erst ein Soundtrack. Knapper 30%. Okay. He's not really doing that much damage to me. Yeah, I'm totally good. Okay, moving out of that. The other tank's got it right now, actually. Yeah, never mind. Yeah, no wonder I wasn't taking any damage. Imagine that. He had to taunt off of me because of my my threat was so high. Oh, see, now his taunt went away. See, like, I do so much damage, like, people can't hold aggro off of me. Swift Slaughter, I'll probably just move out of that, right? So I'm assuming. Oh, shit, we're bringing in a big dick on him. Take him out. Their fight was longer than theirs. Get yeeted and deleted. The fuck out of here, bitch. Thus does the sacred rite of combat proclaim the victor. I lay my blades at thy feet, child of man. Damn. Damn. That's fucked up. Yeah, we killed his ass, dude. Bro, we killed his ass. Oh my god. Can I jump off the edge? Whoa! Okay, give me a minute. This guy says, look at it. This guy from the thing. Let me see here. This guy says, not sure, Asmund, if you remember me or not, but we met at BlizzCon. You, Hadid, and Jari took a picture at the Hilton Bar together. You were a mod for Hadid, weren't you? Shorter guy with glasses? Yes. 4 years ago. I remember. Pock Gedächtnis, dude. Ja, brauch ich. Aber es liegt vielleicht daran, dass er noch nie Alkohol getrunken hat in seinem fucking Leben. So it is bad. I believe that, I think I remember that too. Bad. Thank you very much for helping me out, man. Thank you, dude. Thank you very much. We did well. This is a good fight. I like this fight, dude. I'm so excited to do this on the hard mode. This is gonna be fucking badass. This is going to be insane. All right. Yes, yeah, is. Let's go. Frage mich, ob sich seine Crew schon freut, ihn carry zu dürfen. Give me a second. So scheiße. Ist das. How do I do that? Nee. Okay, friends list. Commands on it. Oh, okay. Wait. How the fuck do I do it? Nee. Request meld, examine, trade, follow. How the fuck do I do it? It doesn't work. Outside? Oh, okay, I'll just do it outside. Alright, it's fine. Yeah, all good. Thank you, man. I appreciate it. Thank you very much.
Ich mag die kleinen Samurai-Insekten. Die sind voll gut. Yeah, surprise, bitch. I run this game. Yeah. I run this game. You do not disappoint, Warrior of Light. Goddamn right. Ja, nicht so wie du, Isael, du dumme Bitch. Mm. So, warum haben wir die eigentlich noch nicht umgebracht? Kann ich jetzt endlich... Nach allem, was sie getan hat. Ja. Kann ich nicht sagen, weil Spoiler. Weißt du. So, verschlungene Schatten freigeschaltet, okay. Ah ja, ganz vergessen, dass wir es eigentlich machen wollten. Tja. Awaken me. Weiblicher Aszien. Mhm. Ja. Zacke. Gibt's dann einen ganz coolen Dungeon in Heavensward mit der? Forward and back, forward and back. White kidney. Bist du bereit? Ja. Okay. White Knight. Oh, okay. Das sind nochmal 5 Einzelteile. Yep. Was? Meteoritenkrater. Hank me. Look at this guy. Ugh.
Hast du dir schon Guide angeguckt? Für meine Klasse oder was? Nee. Zu verschlungene Schatten. Ach so, nee. Ja, ich auch nicht. Wird schon klappen. Klar. Logisch. Learning by wiping. Let's fucking go, dude. Ah, nice. Soundtrack, okay. Same, same, same. Alle neu hier. Perfekt, so will ich das. Fällt's nicht so auf, wenn man selber fällt. Oh, jeder. Huch. What the fuck? Mwah. Mondgolem. Oh, wieder zwei Dark Knights. Pock. Ich hab überlegt, ob ich vielleicht Gunbreaker anfange. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Ja. Wird Spaß machen. Jetzt mal schnelle Qs. Fallen wieder oder was? Clash the Cock. Ah, wir haben einen Mentor dabei. Hockies. Gedoomt. Lofen wie Mentors, simple as. Jawohl, das ist der Soundtrack für den ich hier drin. Ninja und Red Mage, glaube ich. Very diverse. Mhm. Ah, die Pflanze. Was könnt ihr? Weiß ich nicht, aber die habe ich bei Osmond gesehen. Das slappt uns gleich. Thank you.
Der Mentor hat ein Video geguckt, wenn das so war. Oh. Dunkel. If bulb grows in the middle, kill it ASAP. Simple as. Come on, England. Kill the bulb. Kill this Raffelesia. Das ist die ultimative Entwicklung von Bisas Arm. Oh no. Ist ohne erklärt schon, scheiße, ich hab nie mitgelesen. Er war unwichtig bis jetzt für dich. Animal cast thorns and will chain to place together. Und dann? They need to run away from each other. Ah, cool, so wie im Nebel, alles klar. Easy Mechanic, klar. So wie im Nebel, ja. Thorn will deal damage until they do. Now stand in front of the boss, he does a whip ability every so often. Gute English Skills hier aber, also ernsthaft. Ja. Consumer. Aber kenne ich aus. True dude. Consumer. Ach, das war alles Abilities in Phase 1. Ja, leck mich ja. Doch am Opo Opo. Phase 1 bis 8. Ah, okay. Jetzt kommt's Interessante. Into a bulb zone, so we won't be sucked into him. Be sucked by him. A bulb zone. Okay. Ich hoffe, das ist offensichtlich genug, was eine bulb zone ist. Ja, das sind wie die grünen Tornados gestern. Naja, also gut sichtbar. Für mich ja. No one should be between players getting stucked in the way possible face the player. Or but it will be sucked as well. If each player is sucked. What if I want to be sucked? Schreib mal bitte. Nein. Warum soll ich das schreiben? Das Suction Sound. Weil ich eine gute Idee habe und du dafür die Verantwortung übernimmst. Nö. Sehe ich nicht. Lol. Übrigens, du brauchst eine Frisur, die Sri Samis hat. Die kriegst du im Goldshauser. Die passt gut zu Auras. Ja, die ist cool. Ich wollte jetzt danach eh eigentlich gleich mal wieder Frisur wechseln und so. Na. Im Goldshauser habe ich schon alles gekauft. Na dann. Ich will die von Lightning. Uff, keine Ahnung, wie du die kriegst. Aber die ist auch gut. Ja, ich glaube, die musst du kaufen. Mit Crystals. Na. Was Big Nuke? Two new mechanics. One is a bank hit when he casts it, press escape and don't move. Krass. Banquet. Might cause you grief. Wow. So, Phase 3 von 8 kommt jetzt. One player will get in the spawn piece that will target him. Not the piece! You need to be sucked in by him. Was? Wir sind nur dreckige Ex-WoW-Spieler, das ist zu viel für uns. Oh Gott! Du
Komplizierter als Ventania. Absolut. Witness your doom. Also wenn man die Bienen hat, dann muss man gesetzt werden. Ja. Und wie wird man nochmal gesagt? Indem man zwischen dem Boss und dem Typen steht, der den Debuff hat, wo man eingesaugt wird. Aha. Symbole beim Kopf. Endlich eine Phase, die ich verstehe, Justin Juktobas. Der Mentor fragt, ob wir Caster LB benutzen. What the fuck? Ziemlich gutes Transmog, wenn es eins ist. Von Sri. Yep. Detailliert, aber farblich passt es super zusammen. Alles. Tantra-Tantur. Auch cool. And I'm prepared with a test. Whoa, 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 spam. Let's fucking go, dude. Fuck him up. Suction. Ja, wie gibt's hier keinen Big Wigs, Alter? Was ist das? Der hat jetzt 12 Minuten lang den Boss erklärt, no joke. Jo, kam mir nicht so vor. Na gut, mein Food Buff ist schon 12 Minuten am Laufen, also. Jo. Nächste Mal. Spaß im Food Buff. Fress ich gar nichts, richtig. Oh shit, ich hab die Blume, was macht man nochmal damit? Ah ja, man muss in so ein Ding rein. I forgot. Sonst frisst die dich. Ich hatte die auch gerade, war halt dann instant weg, okay.
Okay, jetzt hast du mich zerrissen und ich weiß gar nicht warum. Ja, ich bin auch gestorben, ich weiß auch nicht wieso. Hm. Der hat ja schon wenig Prozent. Ja. Ich glaube, wir müssen mehr Damage machen oder so. Ich glaube, das waren. Waren das die Ads? Nein, nein, nein. Der hat doch irgend so einen Stack an Debuffs und klappt, dass die jetzt hoch geworden sind. Da macht er ziemlich Schaden. Gut, gelbe Blume auf dem Kopf in so einem Nadeldornfeld rein. Gotcha. Hast du das gesehen bei dir? Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Ich wusste nur nicht mehr, was ich machen muss. Ah, ja. Ich glaube, ich bin einfach nur zwischen demjenigen gestanden, der es hatte. Ja, die Snails, okay, Snails. Dann waren die das. Bisse. Alright, let's go. Easy Boss. Fuck, wie hat er mich noch gefressen? That's a big snail. Not a laser. Nice.
Boss down. Sexy Handschuhe need. Was ist das? Ich nehme gleich an, ich war gerade in der Cutscene. Jo. Der Einsatzbefehl, Frau Wachmann, okay. Fuck, kann vielleicht länger dauern. Macht nichts. Kriegst sowieso immer eine Instant Queue. Gut. Ich kann die auch nicht skippen, die Scheiße. Na, schaff ich's noch? Come on. Nope. Weil du einen aktiven Inhalt abgebrochen hast, wird dir dein Strafpunkt angerechnet. Motherfucker. Echt jetzt? Yep. Yeah, damn. Bin ich mit dem Verbrecher zusammen? Ja, selber schuld. Was meldest du auch an? Schwein. Du wirst müssen, dass ich mich mit finsterem Volk einlasse. Gut. Schon wieder zu viele allergische Steine hier.
bekomme gerade ein Solo-Konzert von einer Mikote-Bardin. Cool. Solo, weil du der Einzige bist, der ihr zuhört, oder? Ja, war es keiner da, dann hat sie einen Song gespielt, dann hab ich geklatscht für sie, mich hingesetzt und dann spielt sie mir noch was. Ich bin der Einzige hier, ja. Leimer. Spielst du wenigstens gut? Ja. Ich glaube, sie spielt Pink. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube, es ist Pink auf der Harfe. Pink auf der Harfe. Die Tür nicht zu mir. Jetzt spielst du mir noch was, weil ich nochmal geklatscht. Was ist das denn? Was ist das Geld mit Song, verdammt. So. Laufen wir noch was, oder? Ja, klar. Nice. Das ist echt instant. Also sind wir jetzt. Im Wrack. Alagischen Sachen sind ein bisschen heller gestaltet als die galianischen. Also nicht schwarz und rot, sondern erst hellere Farben. War die wohl nicht so böse damals? Well met. Who dead? Der Phönix jetzt? Nee. Ach, das ist der. Ja, wer ist er? Oh mein Gott, was? You know. Nee. Was? I don't.
of thing. Schaust du den Stream noch? Nee. Oh. Lamia-Tänzerin. Das ist interessant, weil das ist eine Schlangenfrau. Und in Lamia, in Warhammer, gibt es auch diese giftigen Schlangenfrau-Tänzerin. Also nicht Tänzerin, aber diese Schlangenfrauen. Ja. Ja. Und Lamia ist eigentlich kein Ort, den es in echt auch gab. Ich frage mich, ob die sich inspirieren haben lassen von Warhammer oder ob das was anderes ist. Das ist aus A Realm Reborn, dude. Das kann ich mir halt echt immer noch nicht vorstellen, dass es so gut ist. Ja. Verrückt. Zwei Ninjas. Ja, stimmt. Richtiger Aufzugboss. Ich sag dir mal einen echten Aufzugboss. Ich glaube, der wird ja schwindelig, ey. Bisschen. Melusine. Melusine? Whatever. Schlangenbitch. Hot Woodbang. Keine Titten, mal schauen, wie der Arsch aussieht. Thank you.
bei Debuffs, oder? Es kommt drauf an, was für Debuffs. Also der von Leviathan war echt bitter. One in a cone, you have to look away from teammates. Oh. Oh. Das hasse ich, Alter. Red Triangle and Debuff List. Circle. Joe Biden, der hier schreibt, oder was? Corn Pop. Oh. Digga, was? Du musst anglotzen, wenn du diesen komischen Deber fasst. Ja, aber da muss ich mich ja die ganze Zeit umdrehen, weil ich die anderen ja nicht. Das machst du halt nicht du, sondern jemand anders. Ja. Und ja, musst du wahrscheinlich. Wenn du einen Debuff öfter kriegst. Dann kriegst du ihn ja gar nicht. Then get out of loss using him. Bro, hat der einen Stroke oder was? Ich möchte gerne den anderen bitte wieder haben, der geschrieben hat. Ja, der war gut. Ja, ich schätze, er meint man soll sich hinter den Stellen, nachdem er versternet ist. Have to play for a guy between you and Sergio. What? Was komm ich auch nicht mehr mit. Okay. Ja, genau. Das hast du jetzt verstanden, Dude. Ja. Stop lying. You fuck. Ja, du schnell erkannt, dass es dich verstanden hat und dann. Was schreibt man dann? Okay. Okay heißt nicht, dass man es verstanden hat, sondern dass man es einfach nur gelesen hat. Do not hit target, touch the big heart. What the fuck? Was Elune will do it? Wir haben jemanden namens Elune dabei? Ja, stimmt. Train, ja. Ich petrified den Tank. Heißt Chibiki Suke und ist ein fetter Aura-Mann. Try to keep her. Attack him from the side, dude. Das hätte man leichter schon können. Ja. Ich stelle mich einfach Max Range hin. That's it, alright. Ja, everyone dies. Ja. Cool, thanks. Ja, ich habe alles verstanden. Five Head. Dude, das war einfach nur cool, thanks. Danke für den Versuch, es zu erklären. Das war the fucking one-head explanation. Guter Versuch. Hab ich den Debuff? Hab ich ihn nicht? Keiner weiß es. Naja, ist er nicht. Und da jetzt? Stimme der Verwünschung oder was? Da ist es jetzt. Irgendwie petrified? Nee. Irgendwie geht keiner auf das Set, oder sehe ich das falsch? Ne, der Ninja macht's. Fuck the Ninja. Ich hab nicht das Set. Jetzt so. Aua.
Kacke. Bin ich fett befreit? Nee, aber der andere Ninja ist petrified. Und der zweite Tank. Und ich glaube jetzt alle, ne? Nee, ich bin jetzt gestunt. Alle sind petrified. Ich bin im Stein verwandelt, weil ich ein... Ich hab eine andere Ability abbekommen. Ja, jetzt bin ich tot. Super, jetzt war ich der Einzige, der nicht besteinert war und wurde von S gekillt. Fuck you. Ey. Sometimes you get it and sometimes you get good. Ja, most of the times you get fucking good. Like an asshole. I never get good. Never get good, meinst du? Das auch, ja. Und versteinert bist du jetzt auch wieder. Ja. Yep. Aber es sind wir alle außer du. Ich glaube, der fette Chunky Boy rennt auf dich zu. Du auch, ja. Oh shit. Oh, oh. Da musst du einfach nur wegschauen, wenn dieses Ding da ist. Mana wird langsam knapp, Leute. Ja, der Boss hat noch Arsch viel Leben. Und nur noch die Tanks heilen, sorry. Passt schon. Oh. Was ich jetzt lässt, aber den Debuff dann hat. Schau, oh, gut. Das Wichtigste ist einfach noch nicht versteinert zu werden.
Ach, das ist vom Ninja die Fläche. Wow, gerade noch weggeschaut. Das war jetzt reiner Zufall. Jetzt hat mich jemand angeschaut, das bin ich versteinert. Alle außer der, na, selbst der Tank ist versteinert. Weird. Das war kurz auf Flash und hat die ganze Fläche hier getroffen. Ah, dann werden wir alle versteinert in der Phase, okay. Okay. Was ist den anderen Tank, der wieder ist jetzt? Es fällt alles apart, oder? What the fuck? Stop attacking him? Okay. Hast du den Durchblick? Nee. Du? Nö. Ich stand jetzt nur die ganze Zeit am Boss und hab den gedamaged, bis die kleinen Ads kamen. Der zweite Tank hat doch nicht verstanden, dass er einen Debuff hat, wenn er nicht selber läuft. Oder ist ihm egal? Healers Adjust. Schon WoW-Spieler. Healers Adjust. Ja, genau. Ich meine, er hat dann halt weniger HP und Damage und so. Habe ich ein Dreieck über dem Kopf oder woher sehe wo seh ich das denn immer? Ja, hast du. Da habe ich den noch kein einziges Mal gehabt. Lol, was? Ich hab da auf mich geschaut. Super, wird versteinert und jetzt fickt mich das Ding. Ah, fuck, jetzt hab ich alle versteinert. Okay.
versteinert. Okay, wipe. Mein Hirn hat sich auf deren Sprache adjusted. I understand. Ah. Okay. This is also wrong. Ich stand seitlich und wurde petrified, du fucking douchebag. Man hat doch einen Symbol über dem Kopf, wenn man andere petrified, oder? Das weiß ich nicht. Weil ich hab vorhin alle Millis petrified, weil ich sie geklickt habe. Ich hab den scheiß Gefühl noch nicht gehabt. Ah gut, das hab ich mal. Das hab ich gerade avoided. Ich nehme einfach mal um, wenn es geht. Ich hab das Triangle öffnet. 2, 1. Ja, gut. Ganz schön heavy. Kannst du mir eigentlich nicht erlauben, wegzuschauen. Was zum Fick ist Schrei der Verwüstung? Es fickt uns jetzt alle. Ja, GG. Schlimmer als Twintania. Keine Ahnung. Lol.
Okay, jetzt bin ich mad. Ja, das habe ich mir gedacht. Warum hast du das gedacht? Ja, weil der Typ dich gefragt hat, ob du Englisch sprichst. Ja, das habe ich schon gereicht. Neben meinem Namen scheint es die Stimme der Verwünschung oder was? Es ist einfach ein rotes Dreiecksymbol. Ich weiß nicht, wie lange es hält, aber du hast eigentlich so 5 Sekunden Zeit, dich wegzudrehen. Ah, das ist es. Also. Sind wir alle Sterne? Das ist normal, oder? Ja, anscheinend schon. Außer das spawnt immer wieder an der Stelle. Oh. Stehe ich nächstes Mal anders. So, jetzt machen wir den Typen von drauf. Wenn die den Raid noch nicht gelogen haben, dann ist das jetzt die Lüge. Ja. Gut, Brücke schreiben, werde den Typen nicht essen. Ich verstehe nicht. Was? Ich verstehe es auch nicht. Look his position. Drogun. You need to get there before the circle debuff expires. Circle debuff. You need to look at Medusa. You need to show me, but stay at that distance. What the fuck? I think your autism broke, Uchida. Ja, die YouTube-Link, genau. Schon recht.
Achso, wenn du den Circle, den Kreis tiefer fasst, musst du da auch hin. Okay. Aha. Kupo. Any questions? Ja, wo hast du Englisch gelernt? Oh mein Gott, kann ich endlich an der Lieben, Dude? Okay. Wenn ich den Dreieck-Debuff hab. Frozen Renault. Achso. Curse tricks and appeal to targets one healer or DPS. Curse the party member shriek out and petrify everything. Also es geht einfach nur darum, zwischen dem Boss und einem... Ne, hinter einem Mob zu stehen, der petrified ist. So, Punkt. Zwischen dem Boss. Ich frage mich gerade nur, ob die die Ability meinen, die uns vorhin alle eingefroren hat, weil ansonsten hab ich die, weiß ich gar nicht über was ja, für eine Mechanik der Typ meint. Muss die sein. Ich nehme mal das Fokusziel, vielleicht sehe ich dann mehr. Aber warum Renault? Was? Warum weil Renault? Weil das fette Mob ist, was eingefroren wird. Achso, der heißt so. Oh ja. Mein Gott. Der Namen. Ich dachte zuerst, er will irgendwie Renault schreiben wie die Automarke und irgendwie einen dummen Vergleich machen. Nein, what the fuck? Ich mache ja gleich den Dr. Infinity. Jawohl. Oder wie heißt der Typ? QXC, genau. Ja, QXC. Voyager All In. Ja, ist schon recht. Yeah, we all do get petrified. If this part fails. Wer ist der Shriek of the irgendwas? Ich hoffe, genug Leute haben es verstanden, weil dann laufe ich da einfach hin, wenn da Leute stehen. Und wenn du es bekommen hast? Ja, dann musst du da auch hin. Nee, weil du dann alles in deiner Line of Sight petrifierst. Achso, also muss ich da vorne stehen bleiben. Ja. Ja, auch gut. Ich werde es schon nicht kriegen. Ja. I get the voice part. Was für Voice, Junge? Scheiße, wir haben noch 52 Minuten. This is Triangle. Cursed Voice. Ja, kriegen wir dann automatisch das über den Kopf oder was, wenn wir das haben? Circle is AoE, party-wide petrification, triangle is cone. Ja, what the fuck, bro? Ich hab gelesen. Fucking Schmuck.
go now? Okay, that's an angle problem, that's it. Jetzt muss man da hin oder was? Nee. Ja doch, hätten wir. Ah, passt schon. Nur ich wurde. Ne, wo wurden alle? Ne, ich wurde auch nicht. Jetzt wurden wir. Ich bin wieder frei. Ja, yeah, what? I don't get it. Oh shit! Ich hab den Typen da rausgeholt. Wo? Geht das überhaupt? Ja, wenn du den. Wenn der petrified ist, dann ist er ein One-Shot und ich hab den getappt. Because I'm fucking retarded. You're evil. I'm genius. Und petrified. Du bist petrified. Ja, du hast mich gerade petrified, ich hab's genau gesehen. Doch, angestarrt oder nicht? Ich hab's nicht gecheckt. Angestarrt. Ich hab gelabert. Ich hab meine Debuffs geachtet. Ja, weil das ist der Tankdown. Gleich beide. Single Energy Doom Soul. Ich hab jetzt du hast voll nach vorne geballert. Ja. Mann, der Fight suckt, Alter. Der ist richtig scheiße. Der ist schwer. Das ist behindert, ist ja. Fucking kill me, dude. Es ist eigentlich nur schwierig, die Debuffs zu sehen. Dogshit, fucking Pissfight ist das. Cockass, dude. CBA, get me out of here. Ich will nichts mehr lesen. Geht das out of here? Wie mute ich den Chat? So, hier. Kampf umgeswitcht, will nichts mehr lesen, Scheißdreck. Get those out of here. Boah, ist das scheiße, Alter. Boah, ist das eine Aids-Fight. Can you read English? Das ist oder hier. Warum lieben die nicht? Noch 48 Minuten. Fuck. Fuck off. Gibt das oder hier. Vielleicht tap targeted die wieder. Fuck das. Nicht bei dem scheiß Boss. Big guy got broken by melee AOE. Das war unabsichtlich ein Melee-AOE, ja. Das war nicht mal ein AOE, das war NP. NP. Haben wir gleich mal Details nach, wer das war? Ja. War ein MP von einem Samurai. Wenn das nochmal vorkommt, dann gibt's ja minus DKP. Ja, gut. Will ich kein Loot. NP. Ich muss danach Cosmetic machen. Ich muss mich danach ins Bett legen, ja, weil es absolut AIDS ist. Dann muss ich mir erstmal Rich Rage anschauen. Kupo. Fuck Kupo. Yep. Ich reg das auf, wie positiv der Wichser ist. Und ich weiß genau, er tut nur so, damit er nicht reported wird. Ja. Mich hat er eh schon toxic gemacht. True. Bist du schon 13? Kannst du Englisch? Du auf Englisch? Bist du auf hier? Fick dich, du Mongoloid. Oh my god, ey. Fick dich, Kupo. Du Mongoloid. Fick dich, du Mongoloid. Du musst deinen Nägel in den Arsch treten. Du machst gleich Limit Break. Ja, vielleicht liegt dann einer. Ach, nur die Heiler müssen den einfriesen. Ja geil, Pockers, du. Wieder nichts zu tun. Doch. Die Healers must freeze.
Renault. Ja. Das haben wir vorher nicht gemacht, also ich hab's nicht gemacht. Sehr gut. Ich wusste nicht mal, dass ich das machen muss. Ja gut, ich weiß ja, was es zu tun ist, aber kein gutes Gefühl bei der Sache. Let's go, dude. Easy, jetzt liegt da was. I feel it. Ich ente auf keinen Bicker diesmal. Scheiß auf mich. Müssen wir da jetzt hinter? Nee. Oh oh. Doch, ich hätte dahinter gemusst, alles klar. Ja, ist ja gut. Mann. Ja, ne, die Fotze kriegt einen Damage-Buff. Deshalb macht ihr so viel. Fucking DPS. Was gibt's denn für Schaden? Nicht rechts, sondern einfach nur... Okay.
you. So disgusting. Oh Gott. Boah, ich cringe mir hier alle weg im Stuhl, dude. Fuck. Ich find's auch erstaunlich, wie oft ich als DPS schon verkackt hab und mich spricht einfach keiner drauf an. Nee. Das ist ein Samurai. Das ist fuck life. Wäre nicht. Wer hat es jetzt? Ja, ich hab den Stein-Ding. Ich hab das versteinert. Aber. Also. Man muss ja noch wissen, wenn es jemand anders bekommt. Das ist hart. Ich hab Bruno nicht angegriffen. Ja, soll ich da noch nicht zu ihm hinlaufen oder was? Also kann ich einfach am Boss bleiben. Nee, du musst eigentlich gar nichts mit dem machen. Ich dachte, man muss sich hinter dem verstecken. Ja, du musst. Ja, klar, das schon. You do not move near it. Ja, geil. Let's go, dude. Easy clap. Fress ich ein Ei drauf. Gesättigt. Springern, du. Also wenn du Samurai spielen möchtest, ich spiel auch gern Dragoon, ist kein Problem. Du bist auch gern Healer? Nee. Dann wird mir im Albtraum nicht einfach. Tank, nur dann schützen. Ich weiß, ich hab den Scheiß auf mir, 30, 5, 2, 1. Fuck off. Easy clap. Das würde ich gut einfach noch rausstehen bleiben. Ich hab den Kreis jetzt auch hier. Oh, dann bleib weg, stell dich hinter den. Hinter den? Dass du uns nicht siehst. So? Ja. Oh, ne, ich hab alle gestunt, ne? Ja, mich schon. Well? Hast du zu uns rübergeschaut oder ich nicht? Ich hab zu. Ja, ihr. Ich stand hinter dem Renault, du. Ja, genau. Ja. Ihr standet bei. Ich bin mir ganz sicher. Ihr standet bei A. Warum ich jetzt alle gestunt habe, verstehe ich nicht. Ich habe auch zu euch geguckt. Ja, es müsste eigentlich egal sein, wenn der da steht. Weird.
Ich glaube, irgendwer verarscht uns hier. Ach, I don't know, dude. Der Boss ist fucking dogshit. You don't go near it, you don't touch it. And then we all die, because we're getting stunned. Stunned. Warst du auch gestunt gerade? Ja. Yep. Ich hab mich auf A gestellt und du warst sicher nicht in Line of Sight. Yep. Und war trotzdem gestunt. Genau wie der Typ neben mir. Hätte ich mich auf 1 stellen müssen? Nee, ich hab vorhin gefragt, man soll sich zwischen Gruppe, die auf A steht und nicht zwischen der fette Renault soll zwischen dir und der Gruppe sein, so. Ja, also so wie es halt gerade war, nicht funktioniert. Ja, genau, so wurde es mir erklärt. Ancient Aircraft. Boah, das ist doch klar. Ja, jetzt hat mit dem der arme Healer hat den. Was, den Kreis? Ja. Ja, jetzt bin ich gestunt. Jetzt bin ich nicht gestunt. Ich hab mich weggedreht. Du hast dich weggedreht. Ja, diesmal extra noch. Jetzt bin ich gesteinert. Und weggerotzt worden. Komm bitte, lief irgendjemand. Du. Seit einer Stunde wollten wir jetzt hin. Ancient Aircraft. I can't take this anymore, dude. I can't. Ich muss bald reparieren. Gott, Petri. Petrify? Petrihai? Petrihai, ja. Petrify, Petrihai. Petri. Petrified. No. Petrified. The Circle Debuff Guy has Stand on A. Oh, okay. Ah, okay. Okay, wir haben es immer andersrum gemacht. Und wo müssen wir stehen? Hinter Renault. Ach so. Jetzt tauscht die Zeichen aus, clever. Ja, den Debuff hat, der stellt sich auf A. Genau. Auf 1 steht Renault und wir stehen alle dahinter. Ja, genau. Ja, genau. Gotcha. Ja, also auf A muss der Typ stehen, der den Debuff hat. Ja. Wir stehen alle jetzt zwischen A und dem Boss. Aber nur der Kreis-Debuff, wenn du da mit dem Triangle stehst, ist das trotzdem scheiße. Ja, Triangle ist ja nur die Cone vor dir. Hey dude, good job guys, we can do this. Good job guys. Vom Boss fressen, weil er denkt, aber dann kann ich mich auch hier hinstellen.
Jo, hat nicht funktioniert. Fuck. Nicht funktioniert. Geil. Überhaupt nicht. Ja, aber wer hatte den? Ich nicht. Ich hoffe, ich auch nicht, aber ich glaube nicht. Irgendwer da unten hatte den. Stimmt, der Black Mage. Du hattest ihn, oder? Nö. Okay. Mage of the Crop. Nearly good. Nearly good. Bist du den Dog Shit? When you hide on A. Bist du hide on A? Ich dachte, da eine Tool soll auf A gehen. Was? Seit wann ist auf A eine Hitbox? Was für eine Hitbox? Der Purple Thing. K. Es schreibt halt K. What? Was für Hitbox? What Hitbox? The fuck? Kommt. Er findet immer wieder neue Mechaniken, dass er doch am Schluss recht hat, oder? Sehr schmarrn. Wahrscheinlich müssen wir uns alle einfach nur von dem Spacko wegdrehen. Und das war's. Ancient Aircraft. Also wie soll nicht hier drin stehen, sondern so. Wie? Keine Ahnung, Bro. I don't get it. Keine Ahnung. Fuck das Game, dude. Deinstall. Bullshit. Game. Garbage ass. Do you speak English? Oh my. It's crazy, dude. Ich hab das. Du hast das? Ja. Und? Und? Ja, funktioniert. Ja, PogChamp, I'm a genius. Ja, keine Ahnung warum, aber. Fucking Samurai da. I'm a genius. Samurai. Ja, ich bin tot, weil ich das End gepickt hat. Ihr Spacklos, ey. Ich wurde schon steinert. Welcher Huren-Mongo war das? Jawohl. Ancient Aircraft. Nice. Also wenn der Boss nicht noch andere Mechaniken hat, dann passt. I'm good. Ja, das soll es doch gewesen sein. Hast du dich jetzt einfach nur in A reingestellt, oder wie? Ja. Und wir haben uns weiter in die Mitte gestellt. Und ich habe mich zum Eingang gedreht. Du hast dich weggedreht. Okay. Ja, ich stand mit dem Gesicht auf zur Brücke. Also, ja, da wo wir herkommen. Yes. For glaub, good measure. Ist, wahrscheinlich musst du dich einfach nur von der Kuppe wegdrehen. Punkt. Cope. Cope. Fuck off. Cope Samurai dann. I screwed up this one. Yeah, cool. Der fucking Black Mage hat's geschickt. Klar, wer sonst? Ja, der Samurai nicht, der macht alles richtig. Der ist unsichtbar. Unsichtbarer als der Ninja sogar. Ein Pimpo. Immer so. Ich bin immer der angefickt wird. Ja, das ist halt echt Game. Jedes Mal so. Ich hab nur die Face-Argo. I wonder, hey. Schon, oder? Ja, es ist schon so. Das hab ich mir vorhin schon gedacht. Und irgendwer hat uns gerade wieder alle gefickt.
Hat das noch nicht. Naja. Du bist immer derjenige. Das bin ich. Boom. Also, man muss wegschauen von einem anderen. Hast du es probiert? Nee, aber der andere Healer hat es und es hat halt aufgepasst. Aber ich glaube, Renault war auch nicht im Stein gemeißelt. Genau. Oh, doch schon. Thanks, fucking dead. Jo, schon weg. Kämpft immer noch. Ich find's so lustig, wenn Leute tryhard eine Mechanik machen, sich hinter rechtzeitig verstecken und dann trotzdem eiskalt verrecken. Weil's halt überhaupt nicht funktioniert hat. Da, er schreibt's aber auch. Der Renault war nicht petrified. Ah, okay. Ja? Cool. Upp, jupp. Und dann? So, now another thing for you to do. Why? 20 killed early. As a healer you will get the triangle, honestly. And that is... I had no choice. Because that's how the dungeon is made. Das ist unglaublich. Why me? Achso, es ist einfach normal, dass hier die Healer gefickt werden, alles klar. Also ich muss den petrifieren oder was? Ja. Wenn du das Dreieck hast, schon. Ja klar, anders kannst du nicht petrifieren. True, that's a good point. 22 Minuten haben wir noch. Warum werd ich immer in den Fokus genommen? Warum? Geht das verfickte Game? Also müsst ihr den Ninja heilen, der den Spacko kitet, weil er dann fast dran verreckt wird, dann muss ich selber noch das Ding petrifieren. Ja, ich bin nicht ganz dumm. Mann! Oh, Alter. Oh. Days to evening of triggering. Und ich hab mal nichts damit zu tun, ey. Oh shit. Jetzt hab ich nochmal gefallen. Jetzt habt ihr Scheiß auf mir. Gut. Und? Hat's geklappt? Ja. Ja, I'm a genius. Ja. Okay, vorbildlich. Vorbildlich.
Ja, Ada, was bist du für ein Tank? Ich stirb, bevor ich einen cast durch hab. Ah, ihr standet jetzt zu nah beieinander. Glaubt ihr, Aoi? Der Boss ist irgendwie echt hart. Ja, der ist voll scheiße. Phase 2 ist voll übel. Perfekt. Je behinderter die Gruppe war, desto mehr musste sie loben. Get me out of here. out. Make great deals. Ich frage, ob ich noch eine Aufgabe bekomme. Ja, wenn du passiv-aggressiv sein willst, klar. Ja, will ich aber eigentlich nicht. Suck it up, Buttercup. Ich war schon ein bisschen passiv-aggressiv, es reicht eigentlich. Nee, es reicht nicht. Nee, ich will es nicht anstacheln. Nein, es reicht nicht. Get him out, get out, get out of here. Ich bin nur froh, dass es nicht an mir liegt. Like 1000% better, dude. 1000%. Ich freue mich schon auf Phase 8. Brilliant. Wird heftig. Seien sie mal 80, dann. Ja, wir haben nur noch eine Viertelstunde. Das passt schon. Dann lassen wir uns endlich free. Get us out. Das wird wahrscheinlich der beste Try. 0,1% und dann löst sich die Gruppe auf. Nein. Oh, ich habe den Stein geflucht. Oh, passt. Ja, what, Jungs? Die Bomben sind weg. I'm dead. Der Mob auf mich zu. Mit dem Meteoriten im Gepäck. Ja,
13 Minuten noch. Und ist meine Rüstung schon rot? Ist immer grün. Wie unsere Ausrüstung. Ah, fuck, dude. Paladin und Geldbreaker. Get us out of here. Ist schon geiler Boss? Ja. Den probiere ich morgen nochmal und dann First Try wahrscheinlich. Weil ich krieg keine Werte. Ja. Get him out, get him out, get him out of here. So schwer wie die ist, musst du 5 Mounts droppen. Pip, please. Scheiße. Oh. Chipiki hat mich gerade mit versteinert. Unser Mentor-Dude hier. Aber richtig hart. Ist ja aber schuld, du stehst doch beim Tank rum, gell? Eigentlich überhaupt nicht. Ah fuck, muss er jetzt töten, ganz vergessen. Ich hab zu viel Damage gewesen. Ich bin versteinert, das ist natürlich nicht so gut. Seid ihr versteinert? Nö. Ja doch, ein paar schon. Ja gut, aber die standen noch nicht hinter, wenn nur die Noobs. Based. Ich hab so ein grünes Ding auf mir. Was macht das? Keine Ahnung. Vorher den Raid wahrscheinlich. Auf meinem Tisch den Raid wahrscheinlich. Ah, shit. Here we go again.
Stone to dust. Sache, ja, kurz vor vom Kill kickt's uns alle. Dann, Chad, jetzt sagt er meinen Namen gleich wieder, ich spür schon. Ich spür das, weil immer alle über mich reden, hinter meinem Rücken, vor meinem Rücken, alle sind immer auf mich fixiert. Markus. Nice, liegt da und übertreiben total. Die übertreiben total. Entweder ist es Ironie oder. Hat uns nur 1,5 Stunden gedauert. Das hat echt über die Stunde gedauert. Ja, ja. 90 Minuten. Haben wir um 8:45 angefangen. Ja? Ja, gut. Fuck. Ja. Das war schon wie T-Ultimate, ja. Das schon so schwer. Oh mein Gott, ey. Vergiss es, ey, das mach ich nicht. Ich widme mich wieder meinen Pflanzen und werd Gärtner. Ja, okay, ja, kannst du auch machen. Fuck das Game, dude. Ich farm Gil und lass mich carry. Pull den Bass jetzt, du fucking Idiot. Gib mir alle hier. Ich bin's fett. Ich bin bestimmt in der Gruppe gelandet, weil ich ein Penalty bekommen hab von vorne. Die Deffen in die Strafgruppe. Super. Weil ich eine Katze hin mache. Danke. Ja, super. Und versteinert. Somebody done fucked up. Who did this? Versteinert. Ich hab den Schweifklapser. Lake, genau. Jetzt kommt nichts zu dir, es ist so Lake. Meine Mama Lake, Alter. Chibi ist tot. Chibi. Ja. Chibi, Chibi. Get him out, get him out, get him out of here. Chibi. Get him out. Chibi. Metzler ist hier, du Bitch. Minuten auch schon mal locker, let's go, limit break 5000. Ja, go easy. Good job, guys. One more time. Du, 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 du. So,
you're a fucking monster, dude. 28%. Alter, kann ich den blocken oder muten oder so? Ja, langsam muss ich aber auch cringen. Uff. Uff. Los, mal der World of Warcraft, you fucking Das ist schon echt schlimm. Final Fantasy musste 90 Minuten lang suffern, weil keiner lieben möchte. Ja. Und in WoW lieben sie alle schon nach 2 Minuten. Ja. Mach ne Kiste Sau. Oh. Na gut, dass ich mich schon hier im gemachten Bett ausgelutscht, ja. Ausgelockt habe. Oh my fucking god. Ja, das ist der Boss in Game. Oh my fucking god, ey.